Man sollte sich nicht mit Raiden anlegen, wenn er in seinem Jack the Ripper-Modus ist. Haben wieder ordentlich Punkte bekommen. Und taktisches Sei Dystopia freigeschaltet. Achso, die Waffen von diesem Monsun. Ist ja auch nett. Raidens Körper anpassen, ja klar. Haben ja wieder einiges an Punkte bekommen. Den Körper an sich können wir jetzt nichts machen, ne? Ja, nur dieses dumme Outfit, das wollen wir nicht. Ja, die Hauptwaffe. Die Hauptwaffe verstärken Energie. Ja gut, Kraft ist wieder dazugekommen. Würde 16.000 kosten. Aber ich würde sagen, erstmal Energie. Und Absorption. So, dann gucken wir mal weiter. Sekundärwaffe, da haben wir... Ja, die Waffe ist jetzt erstmal egal. Die Kraft bei der Peitsche auf jeden Fall höher machen. Die finde ich gut. Die kaufen wir natürlich, die Waffe. Gibt es da überhaupt schon dann Verbesserungen für? Ja gut, die erste Kraftstufe kann man ja machen, ist ja jetzt nichts Besonderes. Leben. Auf jeden Fall Ausdauer. 20.000 ist zwar viel, aber wird uns mit Sicherheit was bringen. Jetzt haben wir noch 11.000. Damit können wir eigentlich nichts mehr reißen, glaube ich. Nee, 16.000. 16.000. Das kostet alles 16.000. Sparen wir uns die knapp 12.000 lieber auf. Für die nächste Levelung. Fertigkeiten, kann man da auch irgendwas machen? Ja, hier können wir noch was machen. Drehtritt. Ja, keine Ahnung, das Ding und... Ach so, das ist mit der Peitsche wieder was und das ist mit dem Schwert. Das können wir eh nicht machen. Aber... Ja, ich glaube, diese Attacke mit der Peitsche hier, die machen wir auch noch frei. Und hier gibt's noch was. Gut, da konnten wir ja doch noch was machen. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Mal gucken, was uns noch erwartet in Denver. You killed Monsoon. I'm impressed. The brains are in the server room undergoing training. Knock yourself out. Go nuts. Ja, wir müssen zum Serverraum. Wer ist das hier? Our business hours for the day have ended. We are looking forward to your next visit. Watch out! Keep on coming! Ich entscheide das, wo ich rein darf hier. Bei euch Freaks. Wow, das war die Attacke schon. Endlich wieder schnetzeln. Mann, da beginnt die Aufnahmesession ja gleich mit einem Bosskampf. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Jetzt geht's wieder in gewohnter Manier zur Sache. Yeah. Hör mal auf zu schießen. Auf jeden Fall Klamotten sammeln hier. Oh, da ist... Nee, das ist nicht meiner. Das ist ja nicht mein Hund. Ah, Mist. Da wollte ich ihn mir schnappen. So, trete ich dir in den Arsch, wenn du das so machst. Ah, Ripper-Modus.
Wo ist der? Oh Mann. Na komm. Dieser Blechköter, das gibt's doch nicht. Boah, was ist denn mit dem los? Warum ist er denn so stark? Okay, Ripper-Modus. Der sollte reichen für den Hund. Ja, das war nur C, das war ja auch nur wirklich schlecht. Aber egal. Dachgeschoss des World Marshal Hauptquartiers. Alles klar. Wow, hier. Erstmal ein paar Raketenwerfer klauen. Noch ein paar mehr. Und das da unten will ich aber auch haben. Hallo? Hallo? Ach, Quatsch, falscher Knopf. Wieso kriege ich das nicht? Was soll denn das? Aha. Geht doch. Wow. Kann ich leider nichts mit anfangen. Doch, irgendwie schon. Zerlegen wir das Ganze hier mal. So. So, die nächsten. So, das hier auch. Ah, eine VR-Mission. Warum nicht, wenn wir schon mal da sind? Komm. Komm schon. Mann, ey, was ist denn das hier? So. Darf ich mal? Danke. Weiter geht's. The elevators appear to be disabled, which we should have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea. By all means, yes. Hmm? It seems the guards are storming the building. Raiden, get back to the entrance. Buy me some time to get this elevator operational. You can control the UGT as well, yes? Give them help. Ba, 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 ba. Stirb. Und du auch. Durchlöchert. Oh, hier die Flieger. Ja, so ein bisschen Railgun-Action, warum nicht? Das sorgt auch für Abwechslung. Wir weichen hier nicht weg. Wer war das? Da. Wunderbar. Oh, wo kommst du denn her? Wunderbar. So. Verdammt nochmal, jetzt wird's mir aber ein bisschen viel hier. So, mit dir bin ich auch noch nicht fertig.
Boah, wo kommt der denn her? Noch so ein Dicker. Nein. Ich will die fertig machen. So. War das der letzte? Kommt hier noch einer? Du kriegst auch noch einen ab. Komm schon, keine Gnade. S-Kampf, höher geht's nicht. Jetzt kann ich den Aufzug nehmen, Freunde. Diese Punkte lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Achso, das reicht schon. For security purposes, the building is divided into upper and lower halves. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors, while confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So that's where the brains in the server room will be, up top. Indeed. But that elevator can only access the lower floors. You need to get to the 20th floor and past the security gate there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So... The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than 3 systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. Wollen wir die Hütte mal ins Dunkle stellen? The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls there. Innerhalb der Wände, alles klar. Ich frag mich nur, wie mir das angezeigt wird. Hier ist ja eine normale Tür. Die kriege ich nicht auf. Ah, the security gate. It is composed of steel alloy, bonded by a high-frequency electrical current. It should unlock once the power has been cut. Da gehen auf jeden Fall mal Kabel her. Hier gibt's nichts. Das ist doch der Modus, oder? So machen. Eher nicht, das bringt gar nichts. Komme ich da rein? Ich komme ja hier rein. Oh, wie doof. Ja, okay. Ich dachte, ich komme schon hier nicht durch. Hä? Ach, falscher Knopf, verzeihen Sie. Hallo.